Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Ja, und jetzt nach der Schulöffnung und Bildungsminister Heinz Fassmann zur Öffnung der Geschäfte, des Handels und der Shoppingcenters, das zweite große Thema, das zweite große Ereignis des heutigen Montags. Und da haben wir bei uns den jubelnden Vertreter dieser Branche, könnte ich sagen, Kommerzialrat Peter Scheider. Er ist der Chef vom Auerhof Center und vom Riverside und hat einen, würde ich sagen, höchst erfreulichen Tag hinter sich. Wir reden dann gleich drüber. Und Ärztekammerpräsident Thomas Segerisch, der bei uns immer als Warner gilt, wenn die Zahlen zu hoch oder zu gefährlich waren, der noch vor einiger Zeit sehr vehement gegen die Handels- und Geschäfteöffnung war, aber vielleicht das jetzt heute, nachdem das heute so gesittet über die Bühne gegangen ist, ein bisschen vorsichtiger oder anders sieht. Aber morgen ist ja der 8. und wir wissen ja nicht, was morgen passiert. Peter Scheider, kurz einmal vorweg. Das war heute, glaube ich, ein Tag, ganz nach dem Geschmack eines Einkaufscenterbesitzers und Betreibers. Erstens viele Gäste, zweitens endlich wieder offen und drittens alles, was vorher so an Befürchtungen da war, Chaos, Ansteckungsgefahr, tausende Menschen in engen Gängen, war eigentlich nicht der Fall, oder? Das ist richtig. Wir haben zwar heute um 50% mehr Einfahrten gehabt wie an einem normalen Montag, aber natürlich die Verweildauer war natürlich kürzer, weil natürlich keine Gastronomie offen hatte. Und es ist bei uns wirklich, wir sind im Westen von Wien. Direkt an der Westautobahn, muss man sagen, Auerhof-Center, um das noch einmal klarzustellen. Ja? Danke. Nein, es ist auch, wie gesagt, wir haben ja die beste Gastronomie im Westen von Wien, die normalerweise unsere Kunden verwöhnt, aber das fehlt uns natürlich. Wir haben auch ein Kinocenter, das größte Kids Entertainment Center Wiens. Das ist natürlich momentan alles geschlossen. Und es ist für uns jetzt natürlich eines, die Leute, was jetzt kommen, die kaufen, erledigen ihre Einkäufe und fahren wieder. Das heißt, die Verweildauer hat sich um circa... Wie viele Leute dürften maximal ins Auerhof-Center hinein, Herr Kommerzialrat? Wir zählen die Leute nicht ab, sondern es sind von den ungefähr, Geschäften her. Ungefähr. Aber wir sind jetzt, wir haben bei 80% unserer Garagenauslastung, sperren wir die Garage zu. Das sind dann wie viele Autos? Das sind dann ungefähr... 700 Autos, ja. 700 Autos dürften also maximal hinein. Ja. Da habt ihr gesagt, wenn 700 Autos drinnen sind, sperren wir die Garage zu als Sicherheitsmaßnahme, damit nicht so viele Gäste sind. Und wie viele Autos waren heute maximal in der Garage? Es waren maximal 500. Also doch relativ knapp an dieser ominösen 700-Grenze dran. Ja. Aber das war ein kurzer Spitzenwert. Es ist bei uns, wir sind ja im Schnitt war es weniger als die Hälfte, ja, oder? Als das, was hineinginge. Ja, so ist es. Dadurch, dass wir sehr autoaffin sind und dass wir kein U-Bahn-affines Publikum haben, ist es bei uns sehr leicht kalkulierbar und auch kontrollierbar, was natürlich nicht überall so der Fall ist. Und unser Publikum, wir sind im Westen von Wien, unser Einzugsgebiet ist 13., 14. Burgersdorf, Galbitz, Pressbaum, dann der westliche Teil von 17., 18., 19. Und Sie 19, haben clevererweise beschlossen, sobald da mehr als 700 Autos sind, lassen wir die Rollbalken runter, da müssen die Autos draußen stehen bleiben und dürfen erst wieder einfahren, wenn sozusagen wieder welche herausfahren. Das könnte ja morgen schon schlagend werden, weil morgen ja dieser berühmte 8. ist, an dem möglicherweise der erste große Ansturm auf die Shoppingcenter stattfindet. Und das wiederum macht dem Ärztekammerpräsidenten Thomas Segerisch Sorge. Herr Präsident, Sie waren ja ursprünglich, so wie der Vizekanzler Kogler und sehr viele Virologen, der Meinung, lasst den Handel lieber noch zu. Man muss aufpassen. Wir haben noch immer relativ hohe Zahlen. Trotz des harten Lockdowns sind die Infektionszahlen nicht so stark gesunken, wie wir erhofft haben. Ich hoffe, dass sie noch weiter sinken. Aber was man verhindern muss, ist eine Ansteckungswelle vor Weihnachten und ein exponentieller Anstieg der Zahl der Infizierten. Wir müssen unbedingt einen weiteren dritten Lockdown verhindern. Und um das zu verhindern, muss man aufpassen, Abstand halten, Maske tragen. Und natürlich sind Geschäfte, vor allem auch Geschäfte, wo plötzlich 50% angeboten wird, ein Magnet für Menschen. Und wenn viele dort gleichzeitig einkaufen, können die Menschen sich
dort auch anstecken oder einander anstecken. Über das werden wir gleich reden. Als Sie das letzte Mal im Studio waren, hatten wir hier, ein paar Tage vorher war es, 9.900 Neuinfektionen und Sie waren ein paar Tage vorher da, da war es bei 6.000 oder 5.000 und es kam ein Hilferuf von Ihnen, wo Sie gesagt haben, Achtung, unsere Spitäler werden das nicht verkraften können, die Intensivstationen sind in wenigen Tagen, wenn wir so weiter tun, an der Grenze und dieser Hilferuf, den Sie ja nicht nur bei uns, sondern auch woanders kundgetan haben und viele andere auch, hat dazu geführt, dass es dann zum harten Lockdown kam. Ja, jetzt sind wir von 9.900 herunter auf 2.200. Könnte man das nicht als Erfolg werten? Oh ja, das ist sicher ein Erfolg. Aber gehofft hätte man, dass man auf unter 1.000 kommt, weil die Gefahr, dass das wieder ansteigt. Wir haben ja vorher gesehen, wie schnell diese Zahlen ansteigen können, wenn man einmal in diesem exponentiellen Wachstum ist. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Und Sie wollten sagen, das hätte eigentlich unter 1.000 kommen sollen, weil bei 2.200 ist die Gefahr des Ansteigens viel zu hoch. Wollten Sie das sagen? Das steigt dann von 2 auf 4, von 4 auf 8 und das kann innerhalb von wenigen Tagen passieren, wenn wir nicht aufpassen. Und deshalb ist es notwendig, vorsichtig zu sein. Also die heutige Zahl freut Sie nicht? Die heutige Zahl freut mich, weil sie niedriger ist als die gestrige Zahl. Aber sie freut mich nicht, weil sie nicht niedrig genug ist. Wo müssen wir hinkommen, Herr? Wir sollten auf unter 1.000 kommen, unbedingt. Je niedriger, je tiefer der Wert ist, umso besser und umso eher kann man dann einige Wochen durchatmen. Allerdings ist es ganz wichtig, dass wir Distanz halten, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in Geschäfte stürmen. Und wenn man sich die Innenstadt heute ansieht, da sind wirklich viele Leute unterwegs und kaufen ein. Vielleicht kann man den Einkauf auf mehrere Tage aufteilen. Zu dem kommen wir gleich. Aber mal vorweg, Sie sagen, wir müssen unter 1.000 kommen. Jetzt schreiben gerade alle Kinder ihre Briefel ans Christkind. Das ist sozusagen Ihr Briefel ans Christkind. Das ist mein Wunsch, weil das ist ja nicht realistisch. Wenn wir jetzt auf 2.200 sind und schon das Ende des Lockdowns beschlossen haben, dann morgen wird die Zahl ja wieder ansteigen, weil das ist dann die Montagszahl. Wir wissen heute, das ist ja der Sonntag, der ist immer niederer. Also das wird dann so auf 3.000, 3.500 ansteigen, dann wieder absinken. Dann sind wir vielleicht am nächsten Wochenende zum ersten Mal unter 2.000. Aber unter 1.000, der Virologe Professor Nowotny war heute bei uns, der sagt, das geht sich niemals aus. Ich fürchte, dass er recht hat. Aber wir müssen aufpassen, weil es kann sich ganz schnell nach oben entwickeln. Und es kann dann auch relativ schnell gehen, dass die Spitäler wieder voll sind. Wir sind jetzt ziemlich belastet in den Krankenhäusern. Ich muss mich hier bei allen im Gesundheitsbereich Tätigen bedanken, weil es ist übermenschlich, was hier geleistet wird. Und es wären diese Lockdowns sinnlos gewesen, wenn es uns nicht gelingt, einen Dritten zu verhindern und die Zahlen niedrig zu halten. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Präsident, sagen Sie, in Wahrheit hätten wir den Lockdown erst beenden dürfen, wenn wir unter 1.000 sind, gewesen wären. Aus medizinischer Sicht hätte man wahrscheinlich den Lockdown verlängern sollen. Wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass durch Disziplin der Menschen, durch Abstand halten und Maske tragen, beziehungsweise in geschlossenen Räumen regelmäßiges Lüften verhindert werden kann, dass diese Zahlen explodieren, weil wir ja wirklich gesehen haben, wie schnell das nach oben wandert. Und Sie sagen, das, was jetzt heute passiert ist, Aufsperren der Schulen und vor allem Aufsperren des Handels, das ist Ihrer Meinung nach der Anlauf zum dritten Lockdown? Alles, was aufgesperrt wird und wo Menschen zusammenkommen, stellt eine Gefahr dar. Das Kontakttracing hat nicht mehr funktioniert. Bei den hohen Zahlen, glaube ich, kann es auch nicht funktionieren. Und wir wissen, dass man sich überall anstecken kann. Also man kann es nicht mehr fokussieren auf einzelne Firmen oder Fabriken. Aber Sie sagen, in Geschäften und im Handel ist es besonders gefährlich. Nein, es ist nicht gefährlicher als woanders. Es ist überall gefährlich. Gut. Was sagt jetzt der Kommerzialrat Scheidert dazu, wenn er hört, dass er eine Gefahr darstellt mit seinem Einkaufszentrum? Also ich bin einmal voll der Meinung, was der Herr Professor, Präsident Professor Sekeric hier sagt. Aber wir von Einkaufszentren, wir sind natürlich in einer gewissen Weise
haben wir alles mehr unter Kontrolle als jede Geschäftsstraße. Warum? Wir haben einmal eine Kontrolle, wir haben Videokontrollen. Bei uns sitzt ein Mann direkt vor der Videozentrale und überwacht alles. Wenn irgendwo nur eine Ansammlung ist, es war zum Beispiel heute vor einem Geschäft eine kleine Bildung von wo ungefähr 20... Geschäft? Das war ein Textilgeschäft, wo sich 20, 25 Leute angestellt haben. Mhm. Bin ich hingegangen und geschaut, was dort los ist. Im Endeffekt war nichts anderes. Der Filialleiter 80 Leute reinlassen, dort statt 160. Und dadurch ist dort ein Stau entstanden. Also das haben wir dann relativ schnell in den Griff bekommen. Und das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Aber was natürlich bei uns in Einkaufszentren ist, die Hygiene ist natürlich bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Und die Hygiene ist bei uns, wir haben Toiletten. Da kann sich jeder die Hände waschen. Wir haben die Desinfektionsspender. Wir fahren mit 100% Frischluft momentan. Also wir machen schon sehr, sehr viel. Und ich meine, ich bin selbst ein Spinner. Hygiene, Sauberkeit ist für mich das Allergrößte und in solchen Zeiten noch viel massiver, weil Gesundheit ist ganz einfach im Vordergrund. Lieber Peter, das ändert ja nichts daran, dass man sich, wenn man beim Sarah an der Kasse zahlt, natürlich trotzdem anstecken kann. Ne? Man kann sich auch anstecken, wenn man auf der Straße geht, aber nur bei Zara ist zum Beispiel, es ist alles mit Abständen, es ist überall 2 Meter Abstand, die Leute stellen sich an, die Leute sind diszipliniert, wir sind im Westen von Wien, unser Publikum ist wirklich sehr zivilisiert. Herr Präsident, sind die Leute so diszipliniert, dass man sagen kann, ihre Sorge ist umsonst und eigentlich eher hysterisch? Ich glaube, es ist nicht überall so, wie der Herr Kommissar-Allrath uns erzählt hat. Es gibt sicherlich auch andere Shoppingcenter, wo man sehr viele Menschen trifft. Es gibt Geschäfte, wo sich die Menschen drängen, weil ein besonderes Angebot ist. Also da muss man schon aufpassen, wenn man sich zu nahe kommt, insbesondere in geschlossenen Räumen, kann man die Krankheit verbreiten. Und wir müssen alles versuchen, um das zu verhindern. In Ihren Augen ist Einkaufen gefährlich? Es ist alles und nichts gefährlich. Überall, wo man mit jemandem anderen in zu engen Kontakt kommt, überall, wo man im geschlossenen Bereich sich länger aufhält, besteht eine gewisse Gefahr der Ansteckung. Eine wichtige Gefahr ist dann im zweiten Schritt die Wohnung, das familiäre Umfeld. Na wenn gut, ein aber Familienmitglied, da kann ja der Peter Scheider nichts. Nein, dafür. Da mache ich ihm auch keiner. Also er macht das ja vorbildhaft, wenn man sich das anhört. Aber es gibt viele andere Geschäfte und Shoppingcenter, die das nicht so diszipliniert machen. Sie haben Sorgen, dass das nicht so ist. Sie sagen, Sie haben Bilder aus der Innenstadt gesehen bei uns. Und da war das nicht so lustig. Ja, das sind viele Menschen unterwegs. Ich verstehe das auch. Ich meine, es ist schwer zum Aushalten, wochenlang nicht einkaufen zu gehen, geschlossene Geschäfte zu haben. Und wenn die jetzt aufmachen, freut man sich darauf, Geschenke einzukaufen. Aber bitte nicht alle auf einmal. Und Sie verstehen den Punkt, dass man sagt, wenn Sie sich jetzt durchsetzen als Ärztekammerpräsident und der Handel bleibt geschlossen, dann fährt der an die Wand, weil dann hat der kein Weihnachtsgeschäft. Das müssten Sie ja dann verantworten. Ich verstehe, dass der Handel offen bleiben möchte und ein Weihnachtsgeschäft machen muss. Aber umgekehrt, wenn die Infektionszahlen steigen, und dann profitiert die Wirtschaft auch nicht wirklich, sondern viele Kranke, viele Schwerkranke schaden uns allen. Das heißt, das, was wir erreichen müssen, ist ein Mittelweg. Und Sie sind tatsächlich der Meinung, dass es gescheiter und sicherer gewesen wäre, wenn wir in dieser Woche den Handel noch nicht geöffnet hätten? Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ich hoffe, dass die Zahlen unten bleiben und nicht wieder ansteigen. Und ich hoffe, dass man einen dritten Lockdown verhindern kann, weil der eben uns allen, aber auch dem Handel und der Wirtschaft massiv schadet. Also Sie haben hier schon eine Wechselwirkung zwischen der Krankheit und der Wirtschaft. Peter Scheider, was hätte das bedeutet, wenn ihr vor Weihnachten die Shoppingcenter und den Handel nicht mehr aufsperren hättet dürfen? Es wäre eine Katastrophe gewesen, speziell für einen Non-Food-Handel, also das heißt Textil, Schuhe, Elektronik, Geschenkartikel. Diese Branche hätte extrem gelitten. Die haben alle fürs Weihnachtsgeschäft eingekauft. Das hätte zu Liquiditätsengpässen sondergleichen geführt, weil ganz einfach die Ware ist vorhanden. Die Schuhe,
Textilien, Elektronik, das ist, hat alles ein Ablaufdatum. Das kann man nicht nächstes Jahr verkaufen, kann man auch nicht aufheben, weil die haben schon die Frühjahrsware, haben sie bestellt, die können nicht die alte Ware. Das heißt, die haben ihre Geschäfte tatsächlich alle voll mit Ware, die sie eingekauft haben? Mit neuester Ware, die haben sie das eingekauft. Das ist voll. Und die wollen natürlich das Ganze jetzt verkaufen, was man zuerst in 6 Wochen verkauft hat, muss man jetzt da in 3 Wochen verkaufen. Und noch dazu ist eines... die Ehre, kann man nur sagen. Na ja, das heißt, doppelt so viele Kunden auf demselben Raum. Naja, man hat Gott sei Dank den 8. Dezember die Öffnungszeiten um 2 Stunden verlängert. Man hat auch großzügigerweise die 2 Samstage bis 19 Uhr verlängert, also den 13. und den 20. Also da ist schon eine gewisse Entzerrung, wird schon stattfinden. Und dadurch, dass man keine Gastronomie hat, sind natürlich in keinem Shoppingcenter so viele Leute. Und vor allem nur mal in Shoppingcenter kann das kontrolliert werden. Aber ob man das kontrollieren kann auf der Straße, wie der Herr Präsident sagt, wird das eher ein bisschen schwierig sein. Aber wir haben die Möglichkeit, wir können Sicherheit gewährleisten. Und das ist für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Peter Scheiner ist gekommen. Entschuldigen, Sie wollten was sagen. Kann man alle plädieren, vorsichtig zu sein, weil wenn wir im Jänner zusperren müssten, wäre das auch eine Tragödie. Ist zumindest die Weihnachtsware weg. Aber okay. Zurück zum Peter Scheiner. Peter Scheiner, es kommen jetzt 2 ganz, ganz wichtige, dramatische Tage. Einerseits morgen, der 8. Dezember, wo der Vizekanzler Werner Kogler ja meint, das wird sozusagen eine ganz, ganz schwierige Phase für den Handel. Da ist die Ansteckungsgefahr am höchsten und da läuft der Handel Gefahr, sozusagen das Land runterzuziehen, auf gut Deutsch. Also morgen wird es einmal zum ersten Mal dramatisch. Die Frage an dich, wie dramatisch wird es morgen? Und die zweite Frage, wie dramatisch wird es am nächsten Samstag, der dann der 2. Advent, der dritte Adventssamstag ist, wo wir wissen, das ist eigentlich der Haupteinkaufssamstag, da kaufen die meisten Leute Geschenke. Wie dramatisch wird es da werden, weil da wird er dann erst recht den Rand einsetzen. Fangen wir mal mit morgen an. Besteht morgen die Gefahr deiner Meinung nach, dass deine 700 Autos erschöpft sind, dass du das Ahoff-Center sperren musst zwischenzeitlich? Na, das wird, glaube ich, nicht sein. Ich habe mir das heute schon gesehen, weil wir haben normalerweise eine Auslastung von, wenn wir 100% Auslastung haben, ist die Gastronomie offen. Die Gastronomie ist geschlossen. Mhm. Kino ist geschlossen, Tigers World ist geschlossen. Das heißt, wir können diese 80% sehr, sehr schwer erreichen. Und wann, dann wäre das nur vielleicht für eine halbe Stunde. Mehr ist es nicht. Also so lange würden dann die anderen draußen warten müssen, würde halt sich heute eine Schlange bilden. Ja? Aber Schlange, du glaubst, es wird morgen nicht erreicht werden? Nein, schauen Sie, ich habe jetzt mit einigen Shoppingcenter-Betreibern heute gesprochen und jeder hat gesagt, es ist Gott sei Dank nicht so dramatisch. Es ist, in der Möbelhandel hat es wieder eine Firma gegeben, die hat das ein bisschen übertrieben. Und zwar? Naja, es hat ein Angebot gegeben im Süden von Wien. Ich will den Namen nicht nennen, aber es ist eh durch die Medien gegangen minus heute. Minus 50%, ja. Und das hat zu einem Ansturm geführt? Ja, und da ist natürlich im Süden von Wien alles gestanden bei der SCS. Aber da ist es kein Mieter von der SCS, sondern neben der SCS. Und dort ist natürlich wieder ein Ansturm gewesen. Die haben 50% gegeben und das war natürlich, das war, was auch die Wirtschaftskammer kritisiert. Das magst du nicht. Dagegen bist du. Nein, wir sind dagegen und wir haben wirklich bei uns, haben sich die, es gibt Angebote bei uns, es gibt gute Angebote, aber es gibt keine Angebote, wo man sagt, mit 50%, das hat es einmal gegeben. Aber das also du sagst, morgen wird nicht gefährlich und Samstag, dann genau. der dritte Adventssamstag, da kann es aber dann schon ziemlich voll werden, oder? Naja, ich gehe davon aus, es wird sich über die ganzen, die Leute sind, speziell bei uns, sind sehr diszipliniert. Wir achten drauf und es wird sich einfach aufteilen und die Leute haben leider Gottes auch schon sehr viel im Internet eingekauft und ich glaube, es wird sich, wir werden alles dafür tun, dass da keine großen Staus entstehen. Es wird auf keinen Fall ein großes Problem bedeuten. Herr Ärztekammerpräsident, haben Sie Angst vor dem morgigen 8., so wie der Vizekanzler Angst hatte, der vielleicht mit Ihnen gesprochen hat vorher, haben Sie Angst vor nächsten Samstag? Ein bisschen Angst muss man vor jedem Tag haben, wo zu viele Menschen einkaufen gehen. Das heißt, der Appell kann nur sein, achten Sie darauf, dass Sie nicht mit zu vielen anderen Menschen beim Einkaufen sind. Vielleicht kann man den einen oder anderen Einkauf verschieben. Vielleicht kann man sich einen Tag freinehmen unter der Woche, damit es nicht zu diesen Menschenansammlungen kommt, weil die stellen eine Gefahr dar. Wie gefährlich ist eigentlich
sozusagen das Anstellen mit anderen Menschen, zum Beispiel vor einer Sarah-Kasse, wenn ein Meter Abstand gehalten wird? Wenn ein Meter Abstand gehalten wird und eine Maske getragen wird, ist es nicht sehr gefährlich. Wenn man keine Maske trägt und weniger als einen Meter Abstand hält, dann kann es schon gefährlich sein. Also man muss in geschlossenen Räumen aufpassen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie groß der Raum ist und wie viele Menschen in Summe dort drinnen sind. Aber Sie haben Angst, dass das sozusagen morgen außer Kontrolle gerät. Nicht im Aufcenter, sondern generell primär in den Cities, in den Innenstädten. Mhm. Es geht ja da nicht nur um Wien, es geht um Graz, es geht um Linz, die alle halt geballte Einkaufszentren in der City haben. Prinzipiell muss man vorsichtig sein. Und selbst wenn man ein tolles Angebot hat, besser zu Hause bleiben, weil krank werden zahlt sich auf keinen Fall aus. Und die Krankheit ist tückisch. Es gibt Einzelne, die sehr schwer krank werden. Und am meisten und am besten schützt man sich selber, indem man vorsichtig ist. Und schützt man auch seine Angehörigen, indem man vorsichtig ist, Abstand hält. Räume, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, meidet. Dann kann man auch die Infektion verhindern. Peter Scheider, dich ärgert ja am meisten die Tatsache, dass die Regierung euch die Gastronomie zugesperrt hat. Ja? Weil du hast es schon mehrfach gesagt, auch in Interviews hier, du verstehst es nicht, warum sozusagen die Gastronomie zugesperrt wurde. Das sei der Bereich, der sich am besten auf die Corona-Krise vorbereitet hat. Die Gastronomie ist auch so speziell, wie es bei uns abgelaufen ist, ist wirklich kein Problem, weil die Abstände waren, es sind mit, die Gastronomen waren extrem heikel mit dem Einlass, es sind die Tischabstände, es ist alles kontrolliert worden. Aber es ist natürlich, in der jetzigen Zeit ist es vielleicht sogar positiv, weil natürlich jetzt da eines ist, dadurch, weil die Gastronomie und die Tigers World und das Kino nicht offen hat, also das Cineplex, ist natürlich jetzt eines, dass die Leute weniger sind und dass durch eine Entzerrung stattfindet. Das ist für die Gastronomie schade, das ist für das Gesamtkonzept Shopping Center sehr schlecht, also für das gesamte Aufcenter, weil da gehört ja alles dazu. Aber in der jetzigen Situation finde ich die Regelung gut, obwohl mir die Gastronomie leid tut und obwohl und das Konzept nicht voll erfüllt wird. Aber es ist ein positiver Punkt und wir werden das bis 7. Jänner durchhalten. Das heißt, du sagst, du kannst eher Ordnung im Aufcenter halten, weil die Leute halt statt 4 Stunden nur 2 Stunden da sind und du deshalb praktisch nur halb so viele Leute im Shoppingcenter hast nach Adam Riese, die aber trotzdem nicht ganz, aber fast gleich viel kaufen. Ich hoffe es. So, Sie sind ja nicht in Ihrem steinernen Ärzteherzen zu erweichen, dass man die Gastronomie noch vor Weihnachten aufsperren sollte. Ich bin zu erweichen, dass wir möglichst bald zur Normalität zurückkehren. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit ist eine Impfung, wenn sie rasch verfügbar ist. Wir haben gehört, in England wird schon geimpft. Ich hoffe, dass in wenigen Wochen auch in Österreich geimpft wird. Das wird langsam anfangen. Aber das ist eine Chance, dass wir aus der Pandemie herauskommen. Und das ist wahrscheinlich unsere einzige Chance, um zu verhindern, dass weitere Lockdowns, Einschränkungen der Wirtschaft beschlossen werden müssen, weil niemand von uns möchte das. Und ich glaube, es geht uns allen auch die Situation furchtbar auf die Nerven. Sie als Arzt sehen diese Impfung extrem positiv, obwohl sie sehr schwierig ist, weil zum Beispiel diese minus 70 Grad Aufbewahrung ja für die meisten Ärzte gar nicht möglich ist. Ja, das lässt sich lösen. Wir arbeiten an Konzepten, wie man das lösen kann. Man kann es auch in den einzelnen Arztpraxen, wenn man das entsprechend verteilt. Wenige Stunden kann man diesen Impfstoff aufgetaut verwenden. Und wir arbeiten derzeit intensiv an der Organisation. Ich glaube, dass das eine gute Chance ist, aus der Nummer herauszukommen, wahrscheinlich die einzige Chance, die wir haben. Das heißt, die Ärzte werden dann impfen, allerdings in Zeitfenstern, wo dieser Impfstoff halt gerade auftaut, weil die Ärzte nicht diese speziellen Tiefkühleinrichtungen für minus 70 Grad haben. Naja, die minus 70 Grad kann man in speziellen Behältnissen mit Trockeneis erreichen.
Der Impfstoff wird von Belgien über ganz Europa verteilt. Und man kann ihn dann auftauen und er ist 5 Stunden lang stabil. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wenn man das gut organisiert, den Impfstoff sicher zu verimpfen. Und nach Ihrer Planung werden Österreichs Ärzte die Impfung durchführen? Na, es sind zuerst Impfstraßen angedacht, so wie jetzt auch bei der Grippeimpfung, wo man möglichst rasch viele Menschen impfen kann. In der ersten Tranche kommen Gesundheitsberufe und gefährdete Patientinnen und Patienten, Menschen dran, zum Beispiel Bewohner von Pflegeeinrichtungen, wo wir gesehen haben, dass es fatale Infektionsketten gibt. Und dann hoffe ich, dass der Rest der Bevölkerung möglichst rasch diese Impfung bekommen kann. Und die einzelnen Ärzte werden auch impfen? Die einzelnen Ärzte werden gezielt ihr eigenes Personal impfen und gezielt Patientinnen und Patienten, die eine hohe Gefahr haben, schwer zu erkranken, impfen. Also die Ärzte werden von Beginn an die gefährdeten Patienten impfen. Wann wird Ihrer Meinung nach der Beginn für normale Ärzte sein? Das wird jetzt gerade entworfen, so ein Plan. Vermutlich relativ bald wird man versuchen, gefährdete Patientinnen und Patienten zu identifizieren und zu impfen. Heißt noch im Jänner, wenn ich Sie richtig interpretiere. Wir wissen noch nicht genau, wann wie viel Impfstoff geliefert wird, weil die Impfungen auch noch nicht zugelassen sind in der EU. Dem Vernehmen nach passiert das Ende des Jahres, aber genau weiß man es nicht. Also unsere Hoffnung ist, je früher, umso besser. Jetzt muss man sagen, die EU bremst dann natürlich schon wieder, weil es ja wirklich unglaublich, dass Großbritannien als derjenige, der aus der EU ausgetreten ist, jetzt deutlich früher impft als alle anderen. Die haben dieses Verfahren schneller abgewickelt, wobei ich sagen muss, der Chefarzt in der Zulassungsbehörde in der Europäischen ist ein österreichischer Professor, den ich kenne, der ein ganz gewissenhafter Mensch ist, und es ist wichtig, dass man diese Zulassung gewissenhaft macht, dass man darauf achtet, dass es sich um einen sicheren und einen wirksamen Impfstoff handelt. Und da ist es wahrscheinlich besser, ein paar Tage länger zu prüfen, als möglicherweise ein Risiko einzugehen. Wirst du dich impfen lassen, Peter Scheider? Man muss einmal sehen. Also nicht gleich als Erster? Ich muss nicht gleich der Erste sein, aber ich schaue mal, was passiert. Du gehörst zur großen Mehrheit der Österreicher, die sagen, erstens schauen wir mal, was mit den Briten passiert. Und dann schauen wir mal, was mit den ersten Versuchskaninchen in Österreich vom Kanzler abwärts passiert. Wie sagt man, es sind ja schon zigtausend Menschen im Rahmen der Studien geimpft worden. Also so, dass man kein einziger Fall eines Problems? Gar nichts oder nur kleiner? Ich habe nicht davon gehört. Ich glaube nicht, dass ernsthafte Probleme waren, weil davon hätten wir gehört. Aber es sind, wie gesagt, in diesen Phase-3-Studien zigtausend Probanden, die geimpft werden und wo man schaut, ob das Nebenwirkungen hat, beziehungsweise ob die Impfung eine Wirkung hat. Und bis jetzt schaut das gut aus. Letzter Punkt noch, Herr Präsident, Massentests. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Das ist ja eher ein Flop geworden, wenn wir jetzt von den Lehrern, die da extrem diszipliniert teilgenommen haben, absehen. Aber dass wir in Wien vermutlich nicht einmal 10% der Bevölkerung erreichen, war ja wohl nicht ganz im Sinne des Erfinders, oder? Nein, ich kann nur an alle appellieren, sich testen zu lassen. Es ist wichtig zu wissen, ob man infektiös ist. Wenn man das weiß, kann man nach Hause gehen und kann seine Eltern, seine Großeltern schützen vor einer möglicherweise schweren Infektion. Der Test ist harmlos, dauert nicht lang, ist gut organisiert, was ich gehört habe. Und man erfährt relativ innerhalb von Minuten, ob man positiv ist oder nicht. Allerdings wird man diese Tests wiederholen müssen, weil sie Momentaufnahmen sind. Und das ist auch geplant. Peter Scheider, warst du testen? Ich bin schon getestet worden. Ich war negativ vor einigen Wochen. Na ja, also. Sollte es jetzt noch einmal gehen? Ja, nein, gehst aber nicht. Ja, ich werde wieder gehen. Also ich aber muss jetzt nicht jetzt in dieser Phase. Ich glaube, diese Massentests, ja,
muss ich dorthin gehen, wo so viele sein? Ich gehe eher, wir haben bei uns in Auerhof eine Teststation, die werde ich auf jeden Fall wieder benutzen und das ist auf jeden Fall positiv und dort kriege ich einen Termin, da brauche ich mich nicht anstellen. Die steckt mir eher bei der Impfung an als in meinem Einkaufszentrum. Ah, beim Test an als in meinem Einkaufszentrum. Nein, also da muss ich beruhigen, man bemüht sich sehr, dass man diese Teststraßen so organisiert. Ja, aber ganz unter Hand zu erweisen ist das nicht, weil es sind ungefähr gleich viele Leute in der Stadthalle drinnen, wie bei ihm im Einkaufszentrum sind. Ja, aber am ersten Tag zumindest. Am ersten Tag, die haben Termine vereinbart, kommen zu einem vereinbarten Termin und treffen dort nicht so viele Leute, dass sie sich gefährden würden. Gut, Schlusswort. Darf ich noch an den Professor eine Frage stellen? Und zwar, die Maßnahmen der Regierung finde ich ja sehr, sehr gut, weil es wird ja immer nur der Handel dargestellt als Virenüberträger. Aber wir haben ja das Problem, dass ja sehr viele Viren aus dem Ausland reingekommen sind. Und ich finde diese Maßnahme, dass man die Grenzen schließt, jetzt bis 10. oder 15. Jänner, sehr, sehr positiv. Weil ich glaube, Wien ist ja von der Corona-Belastung eigentlich das Bundesland, wo man sehr, sehr gut unterwegs sind. Wir sind ja, glaube ich, wenn man Wien zusammennimmt, der 12. beste Bezirk in Österreich. Ja. Und wir speziell im Westen von Wien, wir sind ja sowieso gesegnet. Also bei uns ist ja sind ja die Fallzahlen ja extrem gut. Und was war die Frage? Und die Frage ist, findet der Herr Professor diese Maßnahme der Regierung gut, dass man jetzt einmal schließt? Ich finde im Prinzip, schließt. Die Regierung hat hier insgesamt Tolles geleistet. Ich finde das auch. Vor allem ganz am Anfang, das war mutig, diesen harten Lockdown früher als alle anderen Staaten zu verkünden. Beim ersten Mal. Und auch jetzt, finde ich, hat man richtig gehandelt. Das war in letzter Sekunde, aber wenigstens war es in letzter Sekunde. Richtig. Man kann ja auch 5 nach 12 jetzt machen, es war 5 vor 12, Gott sei Dank. Es war nicht zu spät, aber man hätte nicht so warten dürfen. Aber die Wahrheit ist, man kann sich überall anstecken. Das Argument mit der Gastronomie verstehe ich. Aber auch dort gibt es Ansteckungen und in den Schulen. Natürlich ist ein Kind weniger ansteckend als ein Erwachsener. Aber wenn ein infiziertes Kind nach Hause kommt, kann das dort sehr wohl die Eltern und die Geschwister anstecken. Aber Grenzschließungen sind Sie sehr dafür? Es ist ja sehr spannend zu sehen, wenn man sich die deutsche Landkarte anschaut, dass man die höchsten Infektionen alle entlang der tschechischen Grenze hat. Alle darunter, direkt der Grenze entlang, ziehen sich die Bezirke mit den höchsten Indizes durch. Ja, also ich möchte jetzt nicht irgendeinem Land einen Vorwurf machen oder den Bewohnern. Das geht ja nicht gegen ein Land, aber wenn du an der Grenze... liegst, da kommen ja nicht nur tschechische Staatsbürger, da kommt ja alles Mögliche rein. LKWs etc. etc. Also derzeit schaut so aus, als würde es, wenn du an der Grenze liegst, zu einer deutlich höheren Infektionsrate kommen. Und die niedrigsten Infektionsraten, Färöerinseln, Balearen, haben die Inseln, muss man ehrlich dazu sagen. Ja, das stimmt. Wenn man auf einer Insel ist, ist es leichter, sich abzugrenzen. In Wirklichkeit ist in ganz Europa die Situation keine gute und in Österreich auch nicht. So. Das heißt, wir müssen uns wirklich bemühen, Abstand zu halten, Maske zu tragen, Hände zu waschen, häufig zu lüften, wenn man in geschlossenen Räumen ist, um diese Zeit bis zur Impfung zu überbrücken und um zu verhindern, dass es noch einen weiteren Lockdown gibt. Und ich kann diese Massentests sehr empfehlen. Es ist eine Momentaufnahme, aber man erfährt dort, ob man ansteckend ist. Die Tests sind zuverlässig, sind qualitativ hochwertig, die Regierung gekauft hat. Das heißt, man kann dort schon nachweisen, ob jemand ohne Symptome ansteckend ist oder nicht. Also ich habe heute einen Test gemacht. Also der Appell des Ärztekammerpräsidenten ist, morgen lieber testen als einkaufen gehen. Morgen lieber testen als einkaufen, das macht sicherlich viel Sinn, was die Pandemie betrifft. Der Appell des Peter Scheider ist, morgen lieber einkaufen gehen, aber diszipliniert. Und wann ist die beste Zeit, wenn ich das noch fragen darf? Wann kauft man am wenigsten ohne Massenansturm ein? Heute hat er gezeigt, um Mittag herum hat die Frequenz nachgelassen. Und also 12 bis 2, weil die Gastronomie fällt, kauft man derzeit am besten. Ist am besten. Und ich hätte noch eine Frage an den Herrn Professor. Ich habe jetzt an den Herrn Professor, wenn ich darf ich das ja, noch? Ja, bitte, letzte Frage. Eine. Ich habe mit einem Virologen gesprochen und der hat mir gesagt, wir hätten uns den ganzen zweiten Shutdown sparen können, wenn man die Grenzen gleich im Sommer gesperrt hätte. Stimmt das oder stimmt das nicht?
kann man schwer sagen. Im Nachhinein ist es immer einfacher als im Vorhinein. Aber ich glaube, es war unrealistisch, die Grenzen ganz zu sperren im Sommer. Gut, aber jetzt machen wir es zu. Und jetzt könnten wir zumindest hoffen, dass die Zahlen durch die Grenzschließung dann vielleicht nicht weiter in die Höhe klettern. So, das war's. Danke, lieber Herr Ärztekammerpräsident. Danke, lieber Herr Shopping-Center-Präsident, wenn ich das einmal so sagen darf. Ja, na, Direktor, der Präsident ist in Österreich eh alles dasselbe. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht's spannend mit Fellner live weiter.